Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 1. Wir müssen ins Amazon-System reisen. Woohoo! Amazon. Ich bin übrigens bei Amazon Prime, ne? Wisst ihr ja, ne? Also wisst ihr nicht, aber wisst ihr jetzt? Schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ihr auch bei Amazon Prime seid. Ich würde auch ein Product Placement für Amazon Prime machen, wenn ich das natürlich hätte. Wo war das? Voyager, Amazon. Nochmal. Also. Ach, wir sind hier schon. Ach Gott, achso. Da müssen wir gar nicht so weit reisen. Commander, wir empfangen ein Signal vom Hauptquartier der 5. Flotte auf der Zitadelle. Ich stelle es durch. Commander Shepard, etwas Unangenehmes ist geschehen. Während des Erstkontaktkrieges haben wir zahlreiche Spionagesonden in den turianischen Raum geschickt. Eine von ihnen schickte uns eben die Nachricht, Mission ausgeführt. Das hat lange gedauert. Wo ist sie die ganze Zeit gewesen? Ich habe keine Ahnung. Unterwegs. Diese Sonden wurden nach dem Erstkontakt in aller Eile gefertigt. Das ist ziemlich direkt. Und warum ist das so unangenehm? Als diese Sonden gestartet wurden, wussten wir nicht, mit wem wir es zu tun hatten. Wir wollten nicht riskieren, dass Aliens unsere Technologie untersuchen. In der Sonde ist eine Atombombe eingebaut. Ein taktischer Sprengkopf von 20 Kilotonnen. Ungefähr vergleichbar mit der Bombe, die man im 20. Jahrhundert über Hiroshima zündete. Wenn jemand diese Sonde findet und damit herumspielt... Ich muss wohl nicht weiterreden, Commander. Das ist ernst. Mir ist klar, dass man sich darum kümmern muss, aber ich habe niemanden, der für so etwas ausgebildet ist. Ich weiß. Ich würde Sie auch nicht darum bitten, wenn es nicht wichtig wäre. Diese Sonden sind seit 26 Jahren als geheim eingestuft. Der Rat würde Fusionsbomben als gefährlich und verantwortungslos bezeichnen. Wenn man die Sonde findet, stünde die Allianz in der Kritik. Ich bitte Sie, weil die Normen die schnell und leise vor Ort sein kann. Sie müssen in den Voyager-Cluster. Ja, aber das sollte es nicht sein. In den Voyager-Cluster? Das ist von den Turianern aus am anderen Ende des Allianzraums. Wie ist sie da hingekommen? Ich weiß es nicht. Es ist möglich, dass jemand sie geborgen und dorthin gebracht hat. Es könnte auch sein, dass sie sich bloß verflogen hat. Dass sie seit dem Krieg durch das Portalnetzwerk fliegt. Wir kümmern uns drum. Wir fliegen sofort dorthin, Admiral. Und wir gehen diskret vor. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Viel Glück. 5. Flotte Ende. Ja, wir müssen erstmal hier nach Amazon. So, die Planeten heißen Prime, Spotify, Cloud Video oder wie das Ding heißt. So, Trema. Tremel? Oh Gott. Trema ist ein normaler Wasserstoff in dem Gasriesen mit Spuren von Methan und Stickstoff in seiner oberen Atmosphäre. Wenn das nicht mal kurz ist. So, Sybin. Die kleine Eisenfelswelt Sybin hat eine extrem dünne Atmosphäre aus Schwefel, Wasserstoff und Ethan. Die Permafrostoberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Magnesium und Silikat mit Vorkommen Eisen. Sybins Kruste enthält bedeutende Vorkommen grünen Serpentinstein, ein Mineral, das durch vulkanische Aktivität entsteht. Das liegt nahe, dass Sybin in ferner Vergangenheit geologisch aktiver gewesen ist. Wir haben turianische Insignien entdeckt. Sonetma. Sonetma ist die zweite der beiden ariden superterrestrischen Welten des Amazon-Systems. Sonetmas Masse ist bedeutend geringer als die deren Neukas. Die Atmosphäre besteht aus Kohlendioxid und Ethan. Die Permafrostoberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus eisenhaltigen Silikaten mit Vorkommen Schwefel. Wir haben Polonium entdeckt. Deren Neuka. Deren Neuka ist ein riesiger terrestrischer Planet, fast doppelt so groß wie die Erde. Seine Umwelt gleicht der vom Mars. Trocken mit einem Mix aus felsigen Basalthochlandzonen und vom sandfein geschliffenen Eisen versetzten Silikatstaubwüsten. Deren Neukas Atmosphäre besteht hauptsächlich aus Kohlendioxid und Argon, aber die Masse des Planeten ist groß genug, um messbare Mengen Heliums oder sogar molekularen Wasserstoff in seiner Atmosphäre festzuhalten. Die Gravitation des Planeten ist so groß, dass er fast ein Dutzend kleiner Satelliten zum größten
Teil Asteroiden um sich gesammelt hat. Seine Oberfläche ist von den Kratern vieler schwerer Einschläge zerklüftet, die die letzte Ruhestätte anderer eingezogener Asteroiden bilden. Und in Agebinium? Agebinium ist eine kleine terrestrische Welt mit einer extrem dünnen Atmosphäre aus Kunststoff, Dioxid und Krypton. Obwohl der Planet ausreichend Masse hätte, eine dichtere Atmosphäre aufrechtzuerhalten, würde ein Großteil davon hinweggefegt. Beim roten Riesen Amazon handelt es sich um einen langperiodischen, veränderlichen Stern. Im Moment befindet er sich am Fußpunkt seines 16-Jahre-Zyklus. Auf seinem Zenit, bei dem sich sein Energieausstoß verdoppelt, überflutet er Agebinium mit extremer Hitze und Strahlung. Die Kruste besteht hauptsächlich aus Aluminium und Vorkommen von Zinn. Ein Großteil der Oberfläche ist mit feinem Silikatstaub bedeckt, der leicht in den kleinsten Öffnungen eindringt und Maschinen verunreinigt. Ja. Dann nehmen wir Liama und Tali mit. Aus Gründen von Squad und Ausrüstung und so. Immer wieder gerne. Ja, Silikatstaub ist halt echt schlimm. Den gibt's ja auch auf der Erde. Hat mal einen meiner Kühler zerstört, tatsächlich. Und da ist die Sonne halt so extrem nah. Amazon. So. Nee. Liama ist für Pistole ausgebildet und Tali für Schrotflinte und Pistole. Ich muss sie. So. Liama Pistole. So. Das heißt, sie kriegt eine gute Pistole. Ja. So. Gut. Laufverlängerung können wir so lassen. Die Munition auch. Haben wir neue Brandmunition, ne? Ja. Okay. Was ist das in der Mitte? Waffenupgrades. Kampfscanner. Ja, warum nicht, ne? Ja, aber hat doch. Biotikverstärker ist immer gut. Achso. Ne, dann nehme ich lieber den Abkühlungsbonus. Die Rüstung ist da nichts. Schrotflinte. Die kriegt dann also auch so eine. Ja. Das Skimitar kann ich verkaufen. Verbessertes Visier behalten wir. Chemisch, das können wir verkaufen. Das brauchen wir nicht. Wir haben hier schließlich was gegen Organische. So. Pistolen kriegt sie auch eine gute. Nicht so die beste. Aber schon eine gute. Synthetischer Munition. Da kriegt sie was Besseres. Und eine Waffenmodifikation hier. Da können wir hier keine bessere Rüstung geben. Außer natürlich hier Schildmodulator plus 100 Schilde. Weil sie ja noch nicht genug Schilder hat. Also ich glaube echt, das ist die Frau mit den meisten Schilden bei uns einfach mal. So. Weil wir haben ja alles bei ihr aufs Schild geskillt. Das Ding ist nur, sobald sie einmal halt unter die Schilde kommt. Ja. Verstehst du, ne? Fahren wir hier richtig. Oh, Moment. Sieht halt echt aus wie auf dem Mars hier. Der Mars ist auch größer als die Erde, glaube ich, ne? Weiß ich gerade gar nicht aus dem Kopf, aber ich glaube, der Mars ist größer als die Erde. Deswegen ja auch dieser. Ist das ein 25 Kilo? Kiloberg, ne? 25 Kilometer Berg. Dieser eine, ich weiß nicht, wie der heißt. Europa ist ein Stern. Was ist denn dieser Berg nochmal? Dieser Vulkanberg. Mars, der höher ist als alles andere. Ein gefrorener Salarianer. Natürlich. Natürlich.
Entdeckung. Nachdem sie die Brandspuren auf der Tür des Antigravitätsbeschleunigers weggewischt haben, konnten sie den Unternehmensnamen Neso lesen. Dem Grad der Verkohlung zufolge liegt das Wrack schon seit dem letzten Strahlenhöhepunkt des veränderlichen Sterns hier. Die Leiche trägt einen teuren Raumanzug und etwas, das wie eine geschmolzene antike Raumpilotenbrille aussieht. Boah. Das ist dann halt so, ne? So. Richtung Stern müssen wir hin. Okay, da ist schon das Fragezeichen. Sehr schön. Ich weiß gerade gar nicht, was wir hier überhaupt machen mussten. Ja? Trümmerjägerleiche. Artefakt Bergen. Trojanische Insignien entdeckt. Als wenn das war, was wir hier machen mussten. Spionagesonde. Das Signal der Sonde kommt aus dem Amazon-System im Voyager-Cluster. Oh, das war noch ein drittes Ziel. Ich wollte gerade nämlich schon wegfahren. So. Was ist das da? Es scheint nicht so zu sein. Okay. Wir schieben ein Container vor uns. Boah, gib Gas, Mann! Du hast Hextro-Antrieb. Ein normaler Geländewagen wird es auch schaffen. Boah. Ich hab mich grad schon gewundert, wieso ist hier nichts? So. Wow. Was mich ja mal interessieren würde, ne? Stell dir vor, aus weshalb auch immer, Weltraumtourismus, so. Seid ihr auf dem Mond? Das Signal kommt aus einer Mine? Eine Falle. So muss es sein. Stimmt, das war kein Absturz. Jemand hat sie hierher gebracht. Wer immer das getan hat, ist in Gefahr. Vielleicht wissen sie nicht, was sie da haben. Wir müssen sie finden, bevor sie losgeht. Okay, Shepard. Stell dir vor, ihr seid wegen Weltraumtourismus auf dem Mond, ne? Eure Sonde ist kaputt. Ihr kontaktiert die Welt. Die Erde. Holen die euch ab, während ihr auf dem Mond festsitzt? Das würde mich ja mal interessieren. Würde es eine Rettungsmission für einen Menschen vom Mond geben? Oder könnte man sagen, nee, das ist es nicht wert? Was kostet dann ja schon Millionen bis Milliarden? So eine Raumaktion. Und ist da natürlich auch nicht ohne Risiken. Ach komm. So. Ach verdammt. So, da ist was. Seismische Ladung. Das war volle Absicht. Shepard, endlich. Wer sind Sie? Sie sind im Vorteil. Sie erinnern sich nicht an mich. Natürlich, das ist nicht tragisch. Ich erinnere mich an Sie. Ich vergesse nie jemanden, gegen den ich gekämpft habe. Mein Name ist Elanos Haliad. Ich bezweifle, dass Sie ihn kennen. Wer führt die Terminus-Clans Ihrer Meinung nach an, Shepard? Tausende von Piraten, Sklaventreibern, Kriminelle jeder Machart? Ein bejubelter Anführer. Bei den meisten kriminellen Organisationen ist es derjenige, der als der erfolgreichste angesehen wird. Das ist richtig. Derjenige, der die meisten Männer getötet, die meisten Schiffe erbeutet und die meisten Kolonien ausgeraubt hat. Vor 3 Jahren war ich der Stärkste. Ich nutzte meinen Einfluss, um eine Flotte zusammenzustellen. Wir wollten ihr Volk aus dem Randsektor vertreiben.
Sie haben Elysium angegriffen. Sie haben hinter dem Angriff auf Elysium gesteckt. Ich war der Motivator, der Anstifter, der Ruhm und Reichtümer versprach, wenn die größte Menschenkolonie des Clusters geplündert wird. Der die Schuld für das Scheitern bekam. Wir sind wegen Ihnen gescheitert. Wegen Ihrer verdammten Aktion. Meine Crew wird mich holen. Sollen Sie nur. Wir werden bereit sein. Ein Allianzkriegsschiff wäre eine gute Beute. Oh, und falls Sie es noch nicht bemerkt haben, das Erz hier ist mit Schwermetallen durchzogen. Das Funkgerät Ihres Anzugs kann nicht da durchdringen. Aha. Meine Crew wird mich holen. Sollen oh. Sie nur. Den Satz hat noch. Oh, und falls Sie es noch nicht bemerkt haben. Können wir verhandeln? Das Erz hier ist mit Schwermetallen durchzogen. So muss es nicht enden, Aliat. Leere Worte eines toten Mannes. Leben Sie wohl, Shepard. Was machen wir jetzt, Shepard? Don't panic. Wir haben Luft und Licht. Und die Normandy ist noch im Orbit. Wir suchen uns einen anderen Ausweg. Es ist zu spät, um herauszukommen. Sie müssen die Bombe deaktivieren, bevor sie hochgeht. Über Kontaktpunkt manuell deaktivieren. Oh Gott. Oh Gott. Sie haben die Bombe deaktiviert. Das war jetzt nicht schwer. Ist ja alles? Das war alles? Wow. Das war der Hammer. So, ich glaube, es wird gleich noch einen Kampf geben. Wo ist unser Marco? Wo ist der Marco? Ach, da unten. Oh shit. Wir müssen da dringend hin. Das heißt, wir gehen von hier rein. Wir nehmen uns über den Berg diese Deckung hier auf das Ding da. Ich habe mich schon gewundert, warum ist denn das Ding leer? So. Sorry. Tja, das tut mir leid. Wer denkt, er könnte mich so töten? Haliat hat sich einige Mühen gemacht, um sie hierher zu locken. Zu schade, dass es so enden musste. Für ihn jedenfalls. Jetzt, wo sie an der Oberfläche sind, funktioniert auch die Funkverbindung ihres Kampfanzuges. Anzug ist so enorm, die wieder. Es wird Zeit zu verschwinden. Jo. Und ich würde sagen, wir machen den Cut. Bis zur nächsten Folge.